Jo, mal so nebenbei gesagt, also ich sitze sehr oft und grübel und denke sehr oft nach. Manchmal liege ich nachts da und denke und grübel und grübel und grübel, wie man so einige Probleme, die so auf dieser Erde entstanden sind, wie man die lösen könnte. Meine ich, kleiner uckermärkischer Dorftrottel hier, ich meine, was kann ich denn schon eigentlich lösen oder erreichen oder wie auch immer? Aber nichtsdestotrotz, man überlegt ja trotzdem, ne? Wie zum Beispiel, sagen wir mal ganz einfach, wie kriegen wir denn die langen Ladezeiten von Elektroautos zum Beispiel eliminiert? Naja, ganz einfach, indem wir einen Wechselakku einbauen, ne? So ganz einfache Sachen. Dann guckst du nach, oh ja, hat es schon gegeben in was weiß ich, in Holland oder in Israel oder was, Forschungsstation. Ja, aber hat sich nicht so durchgesetzt sie können, weil, naja, ganz einfach, fuhren keine Elektroautos oder irgendwie so. Sehr ganz komisch. Ist ja auch egal. Nee, aber so sitzt man dann eben da und grübelt. Und grübelt und grübelt und grübelt. Die Welt ist ziemlich kompliziert. Das ist nun mal so. Und wir haben sehr viele Konflikte. Und wir befinden uns jetzt gerade auch in einem riesigen Konflikt. Ne? Dieses ganze Klimawandel und dieses ganze pharmazeutische und diesen ganzen Kram. Der uns teilweise jeden Tag begleitet, durch die Medien rauf und runter gebetet wird, und die viele wahrscheinlich auch am eigenen Leib erfahren eben auch, ne, diese Probleme. Wie gesagt, und ich sitze eben da nachts und grübel, was könnte man denn alles so machen, damit die Welt ein Stückchen besser wird, ne? Ganz einfach, wir kommen ja hier aus der Uckermark. Und in der Nähe hier werden jetzt Elektrolyseure gebaut, um Wasserstoffwirtschaft voranzubringen. Ne? Kann man natürlich auch gleich den Plan machen hier in Nordbrandenburg oder in Deutschland, wie auch immer, und in anderen Raffinerien natürlich auch Wasserstoff herzustellen und natürlich auch Wasserstofffahrzeuge und Wasserstofftankstellen zu fördern. Gleich mit einem Schlag gleich ein großes Paket geschnürt und gut ist. Genauso wie. Wir bauen Elektroautos. Okay, wir geben den Elektroautoherstellern die Möglichkeit, für drei Leistungsklassen Akkumulatoren bereitzustellen, unabhängig von dem Fahrzeughersteller. Genormt. So wie es in der Elektrotechnik auch genormt ist. Ja? Du fährst dran, du hast ein kleines Auto, kriegst einen kleinen Akku. Fährst dran, hast ein großes Auto, kriegst ein großes Akku. Und hast ein mittleres Auto, kriegst einen mittleren Akku. Ganz einfach. Ne? Fährst dran, klack, raus, rein, weiterfahren. Wäre doch ein Problem, um, sagen wir mal, die Akzeptanz gegenüber Elektrofahrzeugen zu steigern. Ne? Die Akzeptanz gegenüber Wasserstofffahrzeugen gesteigert, indem eine Infrastruktur da ist. Tja, das muss besser laufen. Ja. Die Frage ist, warum passiert das nicht? Ganz einfach, Interessengruppen, Interessenvertreter, Interessenkonflikte, Lobbyismus. Eine unfähige, wie sagt man, eine unfähige Form der Staatsführung, zum Beispiel. Repräsentative Demokratie. Wer sich mit dem Thema repräsentative Demokratie mal auseinandersetzt, der wird mal ganz schnell auch mal lesen, dass es da eigentlich fast nur Nachteile des repräsentativen Demokratie gibt und wenig Vorteile, weil es ist fast kaum noch eine echte Volksdemokratie. Aber ist egal, nicht politisch, um Gottes Willen. Aber wenn man sich tief mit diesen ganzen Sachen beschäftigt, da kommt man mal ganz schnell dazu, mal die reinen Fakten zu lesen. Ne? Und dann gibt es immer Interessengruppen, die Fakten dann irgendwie umdrehen, um sie dann doch noch als positiv, um die schlechten Dinge als positiv darzustellen. Aber das kennen wir ja, das ist ja bei uns alltäglich, ne? Auch da überlege ich immer, wie könnte man denn das besser machen, dass das eben alles nicht mehr passiert, dass wir eine wirklich faktenbasierte, sag mal, Berichterstattung haben, beziehungsweise auch dem Grunde nach wahrheitsgemäß, ja? Das ist ja, was hier absolut fehlt. Egal, womit ich mich in den letzten Jahren beschäftigt habe, um meine Gedanken, wie man die Welt besser machen könnte, zu bekräftigen oder mir einen Plan zu machen oder Dinge aufzuschreiben. Das Problem fängt ja schon damit an, dass die Wahrheit bei fast allen Sachen so dermaßen auf der Strecke bleibt. Es wird so gelogen und hingebogen, um
den Interessenvertretern zu dienen, dass alles irgendwie, was auch schlecht ist, irgendwie doch wieder schön geredet wird. Ne? Das ist so. Das ist halt, als wenn dir einer eine Schippe Rost verkauft und sagt, das könnte auch mal nochmal ein Auto sein oder so. So ungefähr. Ja. Und das ist eben so diese ganze Sache. Und ich sitze dann natürlich und grübel nächtelang. Was können wir alles tun? Und dann kriegt man erstmal mit, im Endeffekt wird eigentlich ein kompletter Neustart eigentlich nötig. Das müsste ein großer Komet einfach auf diese Erde runterkrachen. Bumm. Ne? Vorher macht sich der Mensch einen Plan, der baut einen riesigen Computer mit den besten Algorithmen, die wir haben. Ne? Und rettet oder sagen wir mal, und packt dann 3000 Embryonen da rein, ne? Und zieht dann nach dieser großen Katastrophe, zieht der Computer die Menschen groß und aber frei von Religion, frei von diesen ganzen durch kulturelle und kriegswirtschaftliche und was weiß ich alles konfliktbasierten kulturell angewachsenem Schwachsinn, auch frei von diesem ganzen Kram, sondern und erzieht die Menschen dann aufgrund von wissenschaftlichen, wie soll man sagen, Erkenntnissen, von normal humanistischen Werten und Normen, ne? Und dann müsste man mal gucken, wie sich diese Gesellschaft dann entwickelt, ne? Das wäre vielleicht ganz interessant. Aber so wie wir jetzt sind, sind wir ja in unserer Komplexität so dermaßen festgefahren, dass ich bei meinen ganzen Gedankengängen nachts dann irgendwann dann doch die ganze Sache dann in meinem Kopf beiseite werfe und sage, gut, es hat einfach keinen Sinn. Auch du, kleiner Furz aus der Uckermark, kleiner Scheißer, wirst das nicht schaffen, hier irgendwie deine idealistischen, humanistischen, menschenfreundlichen Gedanken hier in die Tat umsetzen zu können, weil einfach, es funktioniert einfach nicht. Und wenn es einfach nur ist, wenn man sagt, ich möchte eine direkte Demokratie, ja, ich möchte doch direkt beteiligt werden, ne, dann heißt es, du bist ein Demokratiefeind, weil du gegen die repräsentative Demokratie bist. Und so ist das hier in Deutschland. Tja, ich habe die Wahl, einmal. Für 5 Jahre oder 4 oder was weiß ich. Ne? Juti, ich wünsche euch was. Einen schönen Abend. Und darüber werden wir uns noch ein bisschen mehr unterhalten müssen. Macht es gut. Ciao.